Halten fest. Alle schon betrachtet. Gerade drauf. Dann haben wir doch Schlachtschiff. Warte, ich halte ihn auch nochmal. Er hält. Schlachtschiff, ja. Schlachtschiff. Oh, Alpha. Torpedo. Ich versuche ihn zu erwischen. Der oh, erwischt, ja, okay. Sehr schön. Oh, meiner ist mit 2000 eingeschlagen. Ich werde festgehalten. Der ist gleich weg. Der ist weg. Regatte. Luft. Von Schilde unten. Ich hau ein Torpedo rein. Ja? Kommst du deswegen nicht rein? Ist das die Frage? Ja. Das war jetzt ein Traum, wa? Wunderbar. Ein Traum in Weiß. Oh. Die Föderation, sie haben bewiesen, dass sie anders sind, vernünftig. Das freut uns. Wir werden unsere Schwester benachrichtigen. Die Nagol werden bezahlen, die Föderation nicht. Nun, Rache ist für die Ermordung einer Generation. Rache für unsere Kinder. Ende. Die Nachricht der Königin wurde zerstört, durch den Subraum gesendet und ja, die Zeitlinie korrigiert sich nun von selbst. Lieutenant Commander, gute Arbeit. Nun müssen wir noch... Oh nein! Die Königin ist auf vollen Impuls gegangen. Sie beabsichtigt, den Dreadnought der Nakul zu rammen. Wer Ausweichmanöver? Miss Timmy an die Feinde! Cousine! Cousine! Oh nein! Ciao, Downraider. Schön, dass du da warst. Oh, das ist aber eine sehr schöne Szene. Wir sind nämlich irgendwie an Nemesis. Schönes Ding. Und unsere Schiffe da oben. Bam. Oh nein, die Defiant. Ich kenne die Zähne aus Toss. Ja, oh, geil. Wo sie so grün leuchten gefunden haben. Die Defiant scannen, ist wieder meine Aufgabe. Die ist tot, Jim. Scanne. Ich kann nicht. Ich habe ja gescannt. Ja. Scanne. Ich kann nicht sagen, ob es Lebenszeichen gibt oder nicht. Die Defiant scheint in und außer Phase der lokalen Raumzeit zu wechseln. Die Wechselwirkung zwischen der Chronalenergie der Nakul und dem Protonennebel haben diesen Bereich sehr instabil gemacht und zu Rissen in andere Dimensionen geführt. Mit Hilfe des Computers könnten wir ihre Besatzung erfassen und sie herausbeamen, aber wir müssen uns beeilen. Aber wir haben Zeit. Ja, ich mach Daniel. Ja. Nein, ich fürchte, dass dies ihr Schicksal ist, Lieutenant Commander. Dies ist eine der härtesten Dinge für einen Zeitagetten. Wir nehmen nur Änderungen vor, die wir machen müssen und nicht solche, die wir machen wollen. Es muss etwas geben, das wir tun können, Daniels. Ich fürchte nicht. In der Geschichte geht die Defiant verloren, um Wochen später von der Enterprise gefunden zu werden. Auch wenn sie verloren haben, spielten sie eine wichtige Rolle für die Sicherheit der Föderation. Sie haben die Zeitlinie bewahrt. Ich werde ihre Heldentat in meinem Bericht erwähnen. Oh, wir sind so eine Helden. Ganz ehrlich, wenn der schon gewusst hatte, dass die verloren geht, warum durften wir dann von denen nichts erzählen von diesem Zeitzeug? Damit sie nochmal verloren geht. Genau, sonst wären sie vielleicht abgehauen oder so. Weiter. Die Diskussion hatten wir gestern auch. Die Toljaner werden sich ebenfalls daran erinnern, nach dieser Begegnung könnte sich ihr Fokus stärken, noch nach innen richten und sich wieder wohl versuchen. Und sie werden wohl versuchen, Konflikte mit der Föderation zu vermeiden. Zumindest für die vorausschaubare Zukunft. Allerwenigstens werden sie nun wissen, dass die Föderation nicht für die Zerstörung ihres Kolonie-Konvois verantwortlich ist. Das ist nur ein schwacher Trost für die Familien von mehr als 400 Männern und Frauen, Daniel. Alle Decks haben sich gemeldet, Captain. Wir sind bereit, auf Ihren Befehl hin in unsere Zeit zurückzukehren. Noch nicht. Und yes. Noch. Ich muss ja nochmal Gegenstände mitnehmen. Ich muss sagen, dass das hier plausibler war als die Defiant-Geschichte bei Enterprise. Ja, oder Enterprise, stimmt. Mhm. Weil in TOS war es ja wirklich so, dass die Enterprise die Defiant getroffen und gefunden hat, so grün leuchtend, und die Crew war weg. Mhm. In Enterprise wurde das ja auch angesprochen, wo ja diese Spiegelfolge, wo sie ja im Prinzip bei den in das Spiegeluniversum bei den Toljanern das Schiff gefunden haben. Angeblich hatten die Toljaner es aus einer anderen Dimension angelockt und geholt. Das hat aber dann später, gerade weil ja dann diese Spiegel-Enterprise-Crew hat ja das Schiff übernommen und die Herrschaft der Erde übernommen, wenn man so will. Aber es wurde nie erklärt, warum, wie das Schiff dann wieder zurückgekommen ist und so grün geleuchtet hat. Jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's. Hier nee, schon. Aber weil nicht STO sie grün hat. Ja, aber in Enterprise wurde es nicht so aufgefasst.
Also da wurde nie erklärt, wie es denn wieder zurückkam und wie hat es denn die Enterprise gefunden. Verstehst du, was ich meine? Nee. Verstehst du? Ich verstehe. Alter, verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was du meinst? Was anderes? Mit Daniel sprechen? Ich hätte hier für einen taktischen Offizier ein Technik-Kit Standardausgabe. Das ist gut. Ich tue mag, mal, ich jemand haben? Also, Entschuldigung, ein Taktik-Kit MK3. Achso, ja, das hört sich sehr gut an. Würde ich gerne nehmen, ja. Wo, ja ein Pullover-Netz stricken. Captain Archer hätte für ähnliche Bedenken. Captain Archer hatte ähnliche Bedenken, als ich mit ihm arbeitete, Lieutenant Commander. Wir waren oft anderer Meinung, aber am Ende haben wir unsere Differenzen überwunden und das Richtige getan. Ich hoffe, wir können dasselbe tun. Die Defiant ihrem Schicksal zu überlassen, war eine schwere Entscheidung, aber sie hat Milliarden von Leben gerettet. Nur das zählt. Oh, da gibt es ja wieder ganz, ganz viel Equipment. Equipment. Ja, ich glaube, es gibt Phaserbanken, habe ich gesehen, ne? Alter, das, die ganze Mission hat jetzt gerade mir zwei Level gebracht. Ja, ich bin ein. 14. Warte mal, ein paar Punkte zwei. Verteilen hier. So. Hä? Seit wann habe ich mir aus der TOS... Das ist natürlich die andere Alternative, siehste? Hm? Wenn das Problem hast mit diesen, mit diesem XP-Bonus. Ich habe mir aus der TOS-Conny, die ich ja schon hatte, die Phaser geholt, die ja mitleveln. Das heißt, da würde es funktionieren, ne? Also das habe ich auch gemacht. Na gut, ja. Die habe ich vorne auch drin. Genau. Ich bin nur gerade echt am überlegen, ob ich noch die Dual-Bank dazu packe. Aber das ist ja dann... Die levelt dann wieder nicht mit, das Ding. Ja eben, das ist bloß eine MK2, aber hinten habe ich eh eine MK2. Aber das, Ich habe schon 1920 Dilithium. Ich bin so rich, man. Alter, ich hab auch 1020. 1020. So, warte mal, ich muss mal Hut anordnen. Alter, ich hab einen Triple, ich hab einen Spartriple. Ich hab einen Spartriple. So. Ich habe jetzt eigentlich nur noch mal einen besseren Torpedo, den ich gelootet habe, rein. Und noch die Konsole, die wissenschaftliche Konsole habe ich reingepackt, ansonsten nix. Was habe ich hier ins Phaser, ich hab's ihm besser. Erhöht die Batterie, nehmen wir doch mal die Batterie. Ja, möchte ich. Während ihr das macht, tue ich mal die nächste Mission vorlesen. Wie nächste Mission? Die Schlacht von Caleb 4. Schlacht von Caleb 4. Betreff, wir haben ein Problem im Caleb-System. Schwarte. Die Klingonen versammeln eine Kampfflotte in diesem Sektor und sie richten sich gegen den Föderationsraum. Ich werde eine Streitkraft anführen, um sie abzufangen und ich möchte sie dabei haben. Wenn sie ihre Grenzen überschreiten, müssen wir vorbereitet sein. Was gibt's denn? Oh, MK4-Zeug, guck hin. Oh, MK4. Was? Gibt's auch ein MK4-Schutzschild? Schutzschilde. Okay, dann müssen wir jetzt fliegen nach... Oh Gott, ist das wieder weit. Caleb 4. Okay, ab geht's. Wuhu! Man kann sich mein Schiff gerade nicht entscheiden, wo es hin will. Okay, was? Ihr habt die mir an mir nicht geteilt, oder? Du musst den nehmen. Der funkt dich nicht an. Ja, warum nicht? Oh. Level 4. Dual-Phaser. Ja. Mann, jetzt bin ich wieder hinter euch und ihr sagt wieder nichts. Außerdem müssen wir zum Teil erst wieder ins Menü gehen, nur damit du nicht ins Menü gehen musst. Oh, bitte nicht spoilern, Reifer. Nicht spoilern. Wir wissen noch nicht, was passiert. Eben. Du. Wobei, naja, gut, wir haben es vorhin selber gesagt, es sieht so aus, als wäre es die letzte Mission hier, ja. Ja gut, zumindest bei den diesen Story-Episoden hier ist die letzte, was da passiert. Ja, das mache ich. Ein Zugs. Ich will außerdem endlich mal eine Daedalus fliegen. Einerseits bin ich ja froh, wenn es die letzte theoretisch wäre und ich endlich nächste Level kriegen könnte, weil dann könnte ich wirklich endlich mal eine Daedalus fliegen. Ach, da kannst du eigentlich den nächsten Level bekommen, ne? Wenn du ich bin jetzt Level 14, kriege aber kein T2-Schiff, das ist das, was ich meine. War nicht böse gemeint. So, ja, ich will auch ein anderes Schiff, obwohl, das Schiff sieht schon sehr geil aus. Es ist geil. Also, ich weiß nicht, mir gefällt das richtig gut. So, ich finde das auch so logisch irgendwie aufgebaut irgendwie. So teils modular, effektiv. Typisch TOS, total TOS. Das Ding wollte ich sofort in die Serie abkaufen. Jo, definitiv, ja. Ich glaube, ich bin da, hm? So wie der Kurven fliegt, nee, ist er nicht. Schon da? Nee, warum? Vor mir ist ich habe sogar gesehen, dass ich ja voll die Kurven geflogen ist, der Kollege. Ihr seid alle hinter mir. Ja, du bist ja auch
Ich weiß keine Ahnung, warum du so schnell bist. 6,88, ich weiß auch nicht. Ich hab 6,62. Hab ich auch nicht. Ich guck nochmal meine Skills an. Hast du irgendwas? Ach, das, vielleicht hast du was geskillt. Ne, ich guck gerade. Im Fähigkeitensystem. Ich habe auf jeden Fall Lieutenant alles Wissenschaftliche, das ist aber nur Schildkapazität. Und ich habe wissenschaftlich Lieutenant Commander plus Zugsexpertise und Kontrollexpertise. Aber irgendwas auf Anbieter. Ah, ich weiß, was du genommen hast. Du hast bei der Wissenschaft Reisegeschwindigkeit im Sektorenraum genommen, wahrscheinlich. Ach so. Das kann sein. Ja, um 25%, ja. Ah, jetzt das ist es. Jetzt. Yay. So. Das haben wir jetzt aufgeklärt. Das Geheimnis ist gelüftet. Danke, dann können wir aufhören zu streamen. Genau, danke, dass ihr eingeschaltet habt. War schön mit euch. Und, was, hab ich jetzt? Was macht mein MSD? Stimmt, ich muss es noch weitermachen. Also ich habe es nicht mehr weitergemacht. Wenn, dann mache ich es online, weil ich will zum Schluss so ein Speedpainting-Video machen. Ja, und will ich auf jeden Fall noch weitermachen. So, ich meine, ich habe jetzt rein aus Streambasis stecken jetzt so 6 Stunden drin. Ich habe vorher auch schon grob 2 Stunden gebraucht für die Vorbereitung. Ich habe zumindest die Außenkontur wollte ich anfangen zum Starten. Ja, und deswegen also 7 bis 8 Stunden stecken jetzt schon drin im MSD. Also Energie auf den Antrieb umleiten bringt übrigens im Sektorenraum gar nichts. Ja, ja. Das bringt nur im Dings was. Ja. Ja, pimp mal Schmalzdose. jetzt habe ich schon wieder Hunger. So, Pimba kriegt jetzt erstmal ihren Anzug. Oh, oh. So, beginn. Ich. Warten. Warte, der muss doch noch, der Don, der kommt doch noch. Der ist noch 5 Lichtjahre weg. Zell die gern. Transport gibt's auch noch keinen, ne? Nein. Der geht sowieso nicht mit. Bei Don steht übrigens dann Fraktion, na cool. Was? Wenn man ihn anklickt, steht oben bei ihm bei Fraktionen, na cool. Ihr wisst doch gar nicht, wer ich eigentlich wirklich bin. Ja, Don ist ein na cool. Aber bei dir auch, Timiras. Echt? Warum sind wir denn jetzt na cool? Was? Klick mal mich an. Ja, stimmt. Das ist ja geil, wir sind na cool. Was? Also ich starte mal, beginnt die Schlacht von Kelly. Ich sehe es aber noch nicht beim Schinkenspeck. Akzeptieren. Ach, da steht na cool, ah, okay. Ja, sowas. Ladeschirm, Ladeschirm, oh, Ladeschirm. Dum. All hands, so, guckt an. Level Admiral Garrett. An alle hier spricht Admiral Garrett von der USS Yorktown. Ich bin der befehlshabende Offizier dieser Einsatzgruppe. Unsere Langstreckensensoren haben eine klingonische Kampfflotte in der Nähe dieses Systems erfasst. Im Augenblick greifen sie unser Subraumnetzwerk an, um die Kommunikation und Langstreckenüberwachung dieses Sektors zu stören. Weiter! Diesmal sind wir den Klingonen zahlenmäßig überlegen. Wenn sie unvernünftig werden und angreifen, dann feuern sie, um ihre Schiffe manövrierfähig zu machen. Eine starke Abschreckung sollte sie in ihren Reihen zurückschicken. An alle Schiffe, gelber Alarm, Garrett, Ende. Die Schmalzdose hält sich bereit. Befehle bestätigt. Swine Track auch. Auf geht's. Okay, was zuerst? Den D7. So, ich hab nicht mal. Oh, ich hab jetzt normalen Torpedos. Oh, diese Torpedos! Ich hab jetzt keinen Tostorpedo mehr. Oh, eine Gemini-Klasse, ich krieg einen Vogel, die will ich haben, Wie der abgeht! Bam! Okay, ich seh schon, das ist euer Ziel, dann geh ich da mit drauf. Den rechts jetzt, würde ich sagen. Der geht nicht hoch! Dann geht nächste, doch, jetzt. Oh, jetzt rechts einer. Ich mache hier mal voll Fläche. Ja, ich glaub, D7, die nächsten D7, die sind ja alles D7. Die gehen aber nicht so richtig hoch, die Dinger. Ja, die brauchen ein bisschen. Ja, die sind schon runter auf 0, aber die gehen nicht hoch. Oh, Moment. Ich glaube, also wenn keiner runter geht, dann hat er bestimmt was mit der Story zu tun. Deswegen dann ja, lieber aufs nächste gehen. Ja. Die dürfen nicht explodieren. Einer ging aber schon hoch. Ja, okay, das heißt ja nicht, dass alle nicht hochgehen können. Auszeichnung halten, treffen und versenken. Ja. Bäm! Also Klingonen finde ich viel besser. Alter, ich krieg jetzt nicht mal. Ich komme nicht mal durch die Schilde durch bei dem scheiß Glas. Ich auch nicht weg hier. Ich muss mich mal kurz zurückziehen, Jungs. Die 7 geht auch nicht weg. Klingonische Schiffe jagen. Halt, warte mal, wir sollen klingonische Schiffe jagen. Guck mal auf die Map, da ist eine Markierung. Oh. Oh, Moment. Ich mach hier Ausweichmanöver. Wir machen uns hier nur unbeliebt. Yep. Deswegen, ich glaube, wir könnten ja schießen. Alle Energie auf den Antrieb.
So, ich mache ja auch mal alles auf den Antrieb und raus hier. Traktorstrahl stehen gelassen, den Kollegen. Und tschüss.